Vor 16 Jahren feierte der erste Audi TT sein Debüt. 2015 dürfen wir die dritte Generation des offenen Sportlers willkommen heißen. Der kleine Offene folgt dem bereits vorgestellten TT Coupé, vor allem im Design. Mit Faltdach bleibt der Roadster seinen Wurzeln treu. Trotzdem sticht er mit 280 Litern Kofferraumvolumen einige Konkurrenten aus. Der Innenraum wirkt vielversprechend anders. Aufgeräumt und elegant kommt der Bayer mit seiner neuen Raumgestaltung daher und versteckt dabei zum Beispiel den Knopf für die Sitzheizung in den Düsen der Klimaanlage. 230 Ingolstädter Pferdchen ziehen das Gespann, der Galopp endet bei 250. Verbrauch laut Werk 6,7 Liter, Grundpreis rund 42.000 Euro. Vom Konzept her bleibt sich der TT treu. Es ist ein prinzipiell frontgetriebenes Cabrio mit Stoffverdeck. Das Stoffverdeck lässt sich elektrohydraulisch öffnen und zwar tatsächlich auch bis Tempo 50. Das ist ja doch sehr praktisch. Praktisch soll übrigens laut Audi auch das vom Coupé geerbte Multifunktionscockpit hinter dem Lenkrad sein. Die Instrumente werden dargestellt auf einem TFT-Display. Das kann zum einen analoge Instrumente nachstellen, aber was viel wichtiger ist, es ist komplett flexibel. Zum Beispiel lasse ich mir im Moment die Instrumente nur ganz klein links und rechts einspielen, aber die Landkarte richtig groß. Das erspart Audi ein zweites Display hier auf dem Armaturenbrett. Gut fürs glatte Design, gut im Sinne von alles im Sichtfeld. Nachteil natürlich, ich muss mich mit dem neuen Bedienkonzept erstmal vertraut machen. Ich komme also nicht drum herum, wirklich das Ganze auszuprobieren, bis ich so firm werde, dass ich es eben nebenbei beim Autofahren bedienen kann. Keine Knöpfe sind also auch keine Lösung. Dank konsequentem Abspecken wurde der Roadster satte 100 Kilogramm leichter. Dass der TT kleiner wurde, muss man wirklich ganz lobend erwähnen. Denn der Trend zum immer größer werdenden Auto, der passt irgendwie nicht so zum Fahrspaß auf Landstraßen. Die Landstraßen werden einfach nicht breiter im Zuge mit den Autos, sondern es wird einfach dann gefühlt immer enger. Auch 25 Kilo leichter ist natürlich toll, denn es dient der Wendigkeit und der Agilität. Gut, die war beim Vorgänger auch schon hoch, aber da kann man eigentlich gar nicht genug davon haben. Lieber weniger Gewicht als mehr Leistung ist meine Devise. Also insgesamt ist damit Audi wirklich auf dem richtigen Weg. Ein Plus für die Sportlichkeit also und ein Sternchen gibt's für den in die Sitze integrierten Nackenföhn. Abzug dagegen für die komplexe Bedienung, dafür inklusive Fahrspaß pur.